Boah. Der kommt ja an diese Scheißkanten nicht hoch. Jetzt bin ich zu nah gewesen. Ich drehe hier durch. Jetzt bin ich da so weit gesprungen. Da springt er nicht hoch genug, weit genug. Was soll das, du Idiot? Komm, verrecke. Der Pinge geht mir auf die Nerven. Ah, Mann, 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 Mann. Ich finde sowas einfach nur lästig. Einfach total ätzend lästig. Dass ich einfach nur wieder an diesen dummen Polygonen hängen bleibe und rutsch runter, trifft die dumme Kante nicht. Du springst irgendwie schief, du kannst ja nur schief springen, du musst ja schief springen, dann triffst du aber ein bisschen zu weit, ein bisschen vorne, zu weit hinten. Du siehst nicht, ob du drüber bist, weil du den Schatten nicht hast, irgendwie vernünftig. Es ist einfach dumm und doof. Ja, skippen. Brauch das nicht nochmal sehen. Hättest du aber direkt beim ersten Mal drücken und nicht beim dritten Mal drücken machen können. Ey, dummes Spiel. Aber da habe ich wahrscheinlich einfach, war ich zu ungeduldig. Habe ich zu schnell gedrückt. Boah, du verdammtes dummes Drecksteil, ey. Das war ja so klar, ne? Jetzt hätte ich den Sprung geschafft und dann kommt natürlich so eine Plattform. Was soll das? Das ist doch nicht normal! Die Schwierigkeit besteht einfach nur darin, den scheiß Block zu treffen und nicht den dummen Gegner. Ja, natürlich. Dann geht der Scheißstein weg. Warum auch nicht? Mann, ich sehe den Scheiß nicht. Wenn doch die Scheißkamera wenigstens mal stillhalten würde. Die bewegt sich auch jedes Mal mit. Ja, toll. Bin ich schön rausgekommen, ne? Komm runter jetzt, du dummer Vogel. Ja, immerhin dreimal getroffen. Viermal getroffen. Komm. Wenn ich jetzt nochmal die Zeit gehabt hätte, da hochzukommen. Spring doch drauf. Mann! Es ist doch wieder einfach nur zu kurz gesprungen. Warum tust du das? Er macht es, um mich zu ärgern. Ah. Mann, das ist doch... Es ist doch echt nicht normal. Erzähl mir doch nicht so ein Mist. Ich hab drückt doch einfach nur zur Seite. Ich bin gerade gesprungen. Was war oben rechts? Bin ich an der Kante wieder hängen geblieben, nur dass er einfach nicht darauf landen wollte. Weil es ist doch in einer Linie mit dem hier. Es kann doch nicht sein. Warum machst du jetzt wieder den Sprung so kurz? Weil ich jetzt einfach gerade gesprungen bin und perfekt getroffen hätte. Das darf ich nicht. Nein. Das ist doch... Es ist doch nicht normal. Der macht, was er will. Der macht einfach, was er will. Nein. Ich drück die ganze Zeit die Lauftaste. Die ganze Zeit. Das heißt, ich muss den weiten Sprung eigentlich ausführen. Also er soll den weiten Sprung ausführen. Das sage ich ihm ja durch die Lauftaste. Aber er macht es nicht. Okay, da kriege ich nichts mehrmals. Warum habe ich ihn jetzt so zweimal getroffen?
Oder nehme ich direkt einen Trank? Ich nehme einen Trank. Der wird mich noch mehr hitten wahrscheinlich als ein, zweimal. Ist ja noch nicht mal in Phase 2. Ja, natürlich, Flint! Spring einfach Kilometer drüber hinweg! Jetzt hast du es endlich geschafft, da drauf zu kommen. Dann springst du über den Gegner drüber hinweg! Natürlich, warum habe ich das nicht gleich gedacht? Wir hitten den nicht. Nein, wir springen drüber weg. Natürlich. Ah, ich muss nicht springen. So, Phase 2. Das ist Phase 2. Springen, Junge, springen! Ey, jetzt ist er einfach runtergerutscht! Warum bist du nicht einfach stehen geblieben? Ich hab doch überhaupt gar nicht gesagt, dass du dich bewegen solltest. Ich hab geschlagen. Ey, das ist so dämlich, ne? Dass du an der einfachsten Stelle dann natürlich, wenn das weggeht, dann schaffst du den Sprung. Ist klar. Sieh, das ist deine Katze. Was soll das? Ich darf den einfach nicht hitten. Scheiß Vogelfieh, ey. Ich krieg hier zu viel. Das Ding hat mich doch gar nicht berührt. So. Da haben sie, glaube ich, echt auch irgendwie irgendeine gequälte Katze aufgenommen für den Sound, oder? Alter, dieser Scheißstrahl hat mich überhaupt nicht berührt. Aber meine Hitbox ist kilometerlang. Warum springst du zu kurz? Mann! Dreimal zu kurz gesprungen in einem Try. Ja, die hat mich getroffen. Das hat mich mal getroffen. Da stand ich drin. Spring doch darauf, Junge. Spring doch darauf. Warum bleibst du immer an der Kante hängen? Es ist ja nicht so, als ob ich die Höhe beeinflussen könnte. Er springt immer gleich hoch. Man kann keinen Doppelsprung machen. Es bringt nichts, den Knopf länger gedrückt zu halten. Er springt da nicht rauf. Der macht hier einfach nur einen Affen. Ja, hier, der springt immer gleich hoch. Da bin ich reingesprungen. Ich verballer meine ganzen verdammten Tränke hier. An dem scheiß Vieh. Nur weil ich froh bin, dass ich ihn ein paar Mal getroffen habe, habe ich keinen Bock, jetzt das nochmal quasi neu zu machen. Scheiße. Hui. Ja, natürlich. Wäre zu geil gewesen. Wäre zu geil gewesen, Flint. Natürlich fällst du dann runter. Wenn du schon da drauf so schön oben landest. Spring doch da drauf. Ui. Endlich mal wieder gehittet. So, noch einmal, ne? Nee, ich kann mich nicht bewegen, das wird's gewesen sein. Boah, endlich, ey. Alter, das geht mir so auf diesen Nerv, diese bei diesem Politikon-Grafik, dass da einfach mal irgendwelche Kanten sind. Diese Dinger sind, haben größere Kanten, als wie du sie siehst. Bleibst irgendwie hängen, er springt einfach nicht hoch genug. All so ein Scheiß. Ja.
Ja, hast du verdient. Löst dich auf. Bling. Eine kleine Explosion. Drei Truhen. Selbst an jeder Scheißtruhe hier hängen. Ach, leck mich doch. Elementkugel. Sternenkristall. Was haben wir hier? Dreieckiger Schlüssel. Dreieckiger Schlüssel am Anfang, den wir brauchten? Nee, ne? Oder? Wir werden es sehen. Sonst ist ja hier nichts. Statuen kommen noch nicht wieder. Erst einmal heilen. Und dann speichern. Auch wenn das so viele Tränke gekostet hat. Ich bin froh, den besiegt zu haben. Und dafür sind die Tränke, ja. Wir können neue kaufen. Ja, ich möchte speichern, auf jeden Fall. Dann hüpfen wir mal hier auf das Portal. Und müssten ja jetzt eigentlich hier lang gehen, ne? Da rein. Ja, Flint hat den dreieckigen Schlüssel benutzt. War doch hierfür. Also gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Okay. Zu einem anderen Portal. Ruin vom Pakodorf. Kommen wir dann eigentlich hier auch zu dem ersten Tempel. Dass wir zwischen allen dreien immer hin und her können. Ja. Ist so. Kommen wir denn auch raus? Okay, das ist eine 50-50-Chance, ne? Wo geht es ins Dorf? Wo geht es tiefer in den Tempel? Inhalt bereits genommen. Scheint jemand vor uns hier gewesen zu sein. Das ist natürlich schlecht. Können wir wahrscheinlich hier... Ach. Element. Wasser. Tasche. Achso. Ich wollte die ganze Zeit... Warum kommt das nicht? Ich habe doch das Kraut. Zum Glück kann ich das Kraut nicht verwenden, wenn ich nicht, Schaden genommen habe. Na. Komm her. Lampe der Erleuchtung. Das heißt, wir haben jetzt hier gar keinen Tempel, sondern sind da direkt rangekommen.
Das ist aber irgendwie enttäuschend auch, oder? Hui, wer ist denn der? Achso, den hatten wir doch, der hat uns doch mal angesprochen. Ich habe eine Nachricht für dich vom Baron. Ellie nach Puerto Medusa, eile Puerto Medusa, die drei Piraten halten dort ein Boot für dich bereit. Sie bringen dich zu ihm. Was du auch tust, verliere nicht die drei Relikte. Der Baron erwartet sie sehnsüchtig. Komischer Typ. Na. Ich habe aber noch erstmal andere Pläne. So. Hier ist auch eine Truhe. Ein Puzzleteil. Dann brauchen wir erstmal den Erdring. Boom. Boom. Alles kaputt machen hier. Hopp. Also ist schon irgendwie schade, dass die jetzt hier keinen wirklichen Tempel mehr gemacht haben. So, sind wir wieder hier. Sie haben sogar den Turbogen zerstört. Ich würde ihnen am liebsten die Eingeweide rausreißen. Na komm her. Wie viele Puzzleteile habe ich jetzt eigentlich? 5. Aber wir können trotzdem mal da reingehen. Und uns mal das angucken. Das Puzzle, was er gepuzzelt hat. Müsste ja jetzt fertig sein. Und an der Wand hängen. Hui. Na komm, spring drauf. Wuhu. Haus von Jihan. Und irgendwelche Puzzleteile gefunden? Jetzt erzählt er uns gar nicht, dass er das gemacht hat. Du hast 5, wunderbar. Fehlen auch 6, ne? Ich. Ach, nicht 17 wollte der. Ah, der Heuschnupfen, ey. Macht mich fertig. 12 Teile wollen wir noch haben. Ja, da will ich jetzt ein bisschen nach, gucken. Ah. Es hängt auf jeden Fall hier. Ja, ist irgendwie so. Wie so eine Nixe, ne? Also ist nicht einfach nur auch so ein. So eine Fee, sondern tatsächlich ein anderes. Also die Fee mit den Flügeln mit Wind und so eine Nixe mit Wasser. Passt ja auch. Dass sie nicht einfach nur andersfarbig ist, sondern tatsächlich auch. Ihrem Element entsprechend aussieht. Noch gekriegt. Kann ja nochmal bei dem Händler auch nochmal reingehen. Vielleicht hat er ja jetzt doch mal noch was anderes. Ist ja schon eine Weile her, dass wir hier waren. Und er hat ja behauptet, er kriegt auch wieder neue Ware. Zack. Zack. Ja, echt eine Menge Kohle hier, ne? Der Hammer sieht toll aus. Ich tausche diese rote Statue gegen deinen Hammer. Na gut, dass wir doch mal mit ihm reden. Ich danke dir, junger Mann. Flint hat eine rote Statue.
Ist natürlich jetzt echt schwer. Kann doch nicht jetzt nochmal mit jedem Bewohner quatschen. In der Hoffnung, dann das Ding zu tauschen.